Herzlich willkommen, guten Morgen, live aus München. Ich war wieder mal am Cashflow Day gestern und ich nehme gern euch ein bisschen auf eine Reise mit. So, ich bin da wieder gemütlich in meinem Zimmer. Lass ein bisschen so den gestrigen Tag Revue passieren und ich habe zumindest ein besonderes Geschenk erhalten. Einen Schlüssel mit einem Herzen drauf. Hat ein bisschen einen symbolischen Charakter auch. Ich habe im Prinzip vor mehr als 3 Jahren begonnen, mich intensiv mit dem Thema finanzielle Freiheit zu befassen und habe mehr oder weniger einen Schlüssel in die Hand bekommen, um Fähigkeiten zu erlangen, die ich vorher nicht hatte. Werkzeuge und Hilfsmittel, um erstens ein großes Verständnis zu erlangen, wie man überhaupt finanziell frei wird. Und da gibt es einfach habe ich auch wieder 2 Bücher mit dabei, neue Bücher gekauft von Robert Kiyosaki, das Buch Fake, die Wahrheit über schlechtes Geld, falsche Lehrer und unechte Vermögenswerte und dann von Robert Kiyosaki nur bevor du deinen Job kündigst, 10 praktische Lektionen für Gründer und Millionenbusiness aufzubauen. Und eines der wichtigen Bausteine, die ich natürlich, oder Hilfsmittel, die ich gestern auch gebraucht habe, das ist wieder das Spielebuch, wo man da so ein bisschen Sachen eintragt, wie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Ausgaben, Marktgegebenheiten, dann natürlich auch sein Haushaltsbuch, was man führt, dann seine Aha-Momente, die man natürlich auch mit sich mitnimmt. Was bringt es? Was bringt einem das Ganze? Fragt sich vielleicht der eine oder andere, der sich noch nie mit dem Thema finanzielle Freiheit oder Robert Kiyosaki befasst hat, der noch nicht verstanden hat, für was Robert Kiyosaki so ein Spiel entwickelt hat. Erstens mal, um wirklich einmal das finanzielle Thema greifbar zu machen, in der Praxis anzuwenden und vor allem auch investieren, dass man auch verstehen lernt, was sind überhaupt Verbindlichkeiten oder was sind Vermögenswerte. Viele denken ja noch immer, ein Haus ist ein Vermögenswert. Ein Haus ist nur dann ein Vermögenswert, wenn es dir Geld einbringt. Und das haben viele noch nicht verstanden und arbeiten ihr ganzes Leben lang für ein Haus, in dem sie eigentlich nur leben und das ihnen nur Geld kostet und kein Geld einbringt. Und der Robert Kiyosaki hat ja auch verstanden, auf das viele auch nur Wert legen, auf das Geld, was ihnen der Staat oder im Prinzip die Zentralbanken zukommen lassen, dass es hier eigentlich um Fake-Geld handelt. Also wir werden im Prinzip, bekommen wir Geld, was gefaked ist, was ihren Wünschen entspricht und was im Prinzip die Menschheit nur mehr unterjocht oder beraubt. Weil wenn man sich anschaut, was wirklich wahres Geld ist, das ist zum Beispiel Gold, das hat einen Wert behalten und das, was wir unseren Geldbörsen tragen, so den Euro, was wir jetzt derzeit haben oder vorher den Schilling, ist im Prinzip nur Fake-Geld. Es stellt Geld dar, aber meinerseits behält es nicht seinen Wert. Es gibt Dinge, die behalten einen Wert oder bekommen mehr einen Wert und das nennt man dann auch Vermögenswerte. Also man kann sich Sachen kaufen, die mehr an Wert gewinnen und deren wieder auch Geld in die eigene Geldbörse bringen. Und bei so einem Spiel wie Cashflow 101 lernt man erstmal richtig zu verstehen, was sind überhaupt Vermögenswerte, warum macht es Sinn zu investieren. Weil wenn man so im Hamsterrad des Lebens gefangen ist, wo man dann hat Rechnungen zu bezahlen hat, wie die Miete, genauso wie das Auto, die Versicherung, wo die Ausgaben vielfach über die Jahre mehr werden, wenn dann Leute auch nur Kinder bekommen, werden die Ausgaben nicht weniger, sondern die Kinder haben auch Wünsche, die man ihnen erfüllen will. Und im Endeffekt bleibt man dann im Hamsterrad des Lebens gefangen, wenn man nicht lernt zu investieren und sein Geld richtig wo reinzugeben, wo auch wieder etwas zurückkommt. Und mit diesem Spiel und mit den einzelnen Büchern und mit den Werkzeugen, was man dann auch bei so 3 Jahre Mentoring-Programm mitbekommt, lernt man einfach auch, das dann in Alltag einzusetzen, so eigene Routinen zu etablieren, wie ein Haushaltsbuch zu führen, dass man auch klar über seine Zahlen Bescheid weiß, was,
Was nehme ich her zum Investieren Monat für Monat? Was kann ich hernehmen, um Spaß zu haben, um Freude zu haben? Was kann ich an Geld hernehmen, um so mir eine Fortbildung wie ich hier zu finanzieren, wo man mich an meinem Tag wieder ganz tief in das Thema eintaucht, sich mit anderen austauscht und sich am besten dann wieder nächsten Strategien oder Schritte festzulegen, was man als nächstes dann tut, um einen Schritt voranzukommen. Weil das war bei mir nicht anders, wie ich vor 3 Jahren, mehr als 3 Jahren begonnen habe. Ich stand irgendwo auf einem Punkt, und der Punkt war bei mir null am Konto. Ich hatte einige Lernfehler gemacht. Fehler sind ja im Prinzip da, um daraus zu lernen. Und vielfach lernen wir in unserer Schule eben auch, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Fehler sind im Prinzip was Positives, aus dem man lernen kann. Und das ist aber nicht unbedingt in der Schule der Fakt, dass das so in die Richtung, zumindest zu meiner Zeit, gegangen ist, dass man so aus diesen Fehlern etwas Positives rausnimmt und daraus an die nächsten Schritte einem festlegt. Und der Robert Kiyosaki hat in dem Sinne sehr viel Wissen auch angeeignet, hat es vielen Menschen auch beigebracht, und da ist einfach ein Hilfswerkzeug, das Cashflow 101, das als alleiniges Baustein jetzt noch nicht Wunder bewirkt, aber in der Kombination von anderen Sachen einfach der Schlüssel ist, um in die finanzielle Freiheit zu kommen. Indem man dann das Schloss mehr oder weniger aufsperrt. Mein Herzensweg ist eben, eine Veränderung zu vollziehen in der Menschheit, und da will ich einen besonderen Ort erschaffen, der was, es soll ein Holzgebäude werden, es soll ein Ort der eigenen Entfaltung der Menschen werden, wo sich die Menschen in Persönlichkeitsbereiche weiterentwickeln können, wo solche alten Selbstheilungsmethoden wie die taoistische Medizin, das kann ja auch Yoga sein, aber bei mir ist es einfach die taoistische Medizin, das Chinesische, auch wieder den Platz finden in der Gesellschaft, den sie verdient haben, weil sie Fähigkeiten sind, die man erlernen kann. Und wenn man die beherrscht, genauso wie das finanzielle Freiheit-Thema, wenn man beherrscht, mit seinem Geld umzugehen, wenn das Kinder in ihrer Jugend schon lernen würden, früher damit in Kontakt kommen würden, dann hätten wir eine bessere Gesellschaft, weil erstens mal die Menschen auch wieder etwas zurückgeben können, wenn sie mehr Geld haben, also wenn sie irgendwie gerade so über die Runden kommen oder schauen müssen, dass sie sich einmal im Jahr einen Urlaub leisten können, damit sie wieder ein bisschen irgendwie das machen können, was ihnen Spaß macht. Und deshalb bin ich auch vor mehr als 3 Jahren angetreten, um mich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, weil ich einfach etwas zurücklassen will, wenn ich mal irgendwann den Planeten verlasse, das eine Veränderung für einige oder viele Menschen, je nachdem wie groß das dann wird, ich denke groß, dann einfach auch zurückbleibt. Und habe auch wieder ein Geschenk bekommen, bin schon gespannt, was dann da drinnen ist. Und es hat sich schon sehr viel getan, und es wird jetzt dann nur richtig genial, wenn es dieses Jahr, nächstes Jahr voranschreitet, weil jetzt habe ich im Prinzip den Grundstock schon ziemlich verlegt. Also das Fundament ist da, und jetzt kann ich da nur richtig drauf aufbauen. Es macht ja auch schon richtig Spaß zu investieren und mit seinem Geld da etwas daraus zu machen, was auch irgendwie mal einen positiven Nutzen und einen Zweck hat und wo man dann sich Lebensträume erfüllen kann, wie zum Beispiel, dass ich mal antike chinesische Orte besuchen werde. Mal schauen, ob das dann nächstes Jahr so weit wird, dass ich nach China auch komme. Jetzt steht einmal Kanada bevor. Und ich wünsche euch noch einen genialen Tag, und ich bin auch schon gespannt auf meine beiden Bücher, die was ich dann nach die letzten, die ich schon gelesen habe, lesen werde. Und da steht ja auch wieder schön drin: Mein reicher Vater sagte oft, du kannst im klaren Wasser keine Fische fangen. Also in Anlehnung an klar chinesisches Sprichwort, also es wird auf jeden Fall relativ interessantes Buch. Fake Money und Grafiken drinnen, also coole Sache. Vor allem verbinden viele Robert Kiyosaki nur mit einem Buch, Rich Dad Poor Dad, also aber der ziemlich viele Bücher geschrieben hat, das ist in den meisten nicht bekannt. Also die bauen ja aufeinander auf, wenn man es in einer guten Reihenfolge liest, also in der korrekten Reihenfolge, dann macht es auch noch mehr Sinn. Vor allem versteht man dann gewisse Dinge, die man vorher nicht verstanden hat, wenn man es auch in einer gewissen Reihenfolge liest. Und es ist wie so ein Puzzlestück, das was sich zusammenfügt. Wenn man jedes einzelne Puzzlestück verstehen lernt und dann auch umsetzen lernt, dann
hat man den Schlüssel für die finanzielle Freiheit und seine Herzenprojekte, das, was ihn erfüllt, in der Hand. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich werde noch ein bisschen was frühstücken und dann die Heimreise antreten. Macht es gut und führt euch, um sie bewegt.